Robi, was machst du gerade? Ich bin gerade ein Feature am Testen, das wir für einen Kunden umgesetzt haben, wo es darum geht, dass der Kunde einen Antrag stellen kann und seine Daten erfassen kann. Ich würde euch das gerade schon zeigen. Wenn wir hier auf dem Antrag sind, kann man hier seine persönlichen Informationen bearbeiten. Da kommt hier so ein Fenster mit der Dateneingabe. Ich tue jetzt mal Testdaten erfassen. Da sieht man den Vornamen und Nachnamen. Da kann man seine AHV-Nummer eingeben. Die wird dann schlussendlich auch validiert, ob sie überhaupt gültig ist. Zum Beispiel, wenn ich einen ungültigen eingebe, sieht man da, dass sie ungültig ist, genau. Dann Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Genau, jetzt könnte ich das zwischenspeichern und dann würde ich wieder auf die Übersicht kommen. Oder mache ich dann gerade weiter, komme dann auf den nächsten Step. Das Ganze ist auch mobile-friendly, das heisst, wenn ich da den Screen ein bisschen kleiner mache, dann müsste es dann einen Umbruch geben, dass es dann ins vertikale Modus reingeht. Jetzt kann ich da den Step abschließen, sehe am Schluss noch die Übersicht und kann die Bearbeitung abschließen für das erste Thema. Dann zeige ich einen weiteren Step, wo es darum geht, Dokumente aufzuladen. Da sieht man, für welche Themen wir ein Dokument aufladen. Da kann man das auswählen, da kommt da so ein Dialog, wo man dann die Datei auswählen kann. Genau, durch das aufladen. Da sieht man da den Namen, das Format und die Größe und das Dokument erfolgreich aufgeladen worden ist. Ich mache das gleiche noch für das zweite. Tue das speichern. Die Bearbeitung abschließen. Am Schluss könnte man noch den Antrag einreichen. Genau, das wäre es. Und das ist eigentlich schon alles, was ich euch zeigen wollte. Für den Moment.